Ein Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dance Space, meine lieben Freunde. Abo Spezial und so, ne? Und so und so und so. Weiter geht's. So. Was hier? Alter, da findet gleich total die Hinrichtung statt. Hilfe, Hilfe, Hilfe. An welchen Hoffnungsschimmer klammern Sie sich, wenn alles um Sie herum hoffnungslos zu sein scheint? Dr. Cross war eine wahre Gläubige. Sie hatte Vertrauen und wartet jetzt auf Ihre Transformation, Ihre Wiedergeburt. Sind Sie bereit aufzuerstehen, Mr. Temple? Natürlich sind Sie das. Haben Sie keine Angst. Sie werden bald schon Ihre Rolle erfüllen. Werden Sie Zeuge der Überführung eines wahren Alter. Gläubigen? Du bist immer sowas von krank, ey. Sie sind bereit. Nehmen Sie sie an. Heißen Sie sie willkommen. Deine Mutter oder was? Na, die heiße ich lieber nicht willkommen. Die will ich nicht. Ah, da kommt gleich ein Vieh raus. Da ist doch irgendwie so ein Menschenvieh wieder an der Wand, ne? Alter, das ist ekelhaft. Ekelhaft! Ah, ist hier irgendwas noch? Nö. 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 Da ist nichts gut. Hier schaut alles soweit sicher aus. Muss ich denn eigentlich hier lang? Wirklich? Ja. Da geht auch noch was auf hier. Dann gehen wir mal kurz da lang. Im Fall wir überhaupt nicht mehr da lang kommen, sind wir jetzt hier. Oh Gott. Oh Gott. Weißt du was? Du gehst mir gerade total auf die Eier irgendwie, Kollege. Deswegen hier, friss mein Laser. I'm firing my Laser. Aber irgendwie hat es nichts gebracht. Der denkt sich auch einfach nur, oh, tu das geil, ey. Schieß mir nochmal einen Laser rein. Aber der Plasma-Cutter richtet gegen den viel total geilen Schaden aus irgendwie. Hört mir so nebenbei auf. Ich dachte schon, hinter mir wäre noch ein Vieh, ey. Alter, Alter, Alter. Da geht er down, da geht er down. Jawohl. Wir haben noch zwei Kugeln für den Plasma-Cutter. Hammergeil. Ey, die Munition geht echt mir so schnell aus. Ich glaube, das liegt wirklich daran, dass wir jetzt drei Waffen haben und nur noch für die zwei Waffen Munition kommt. Also für die Laserkanone und für diese scheiß Impulsprojektile. Ja, ja. Ey, das ist richtig scheiße. Ich bin gerade richtig am überlegen, ob ich nicht meine Laserkanone wieder rausschmeiße oder so wegen. Ja, ich will nicht dafür die ganze Munition kriegen, obwohl ich hier einen dicken Plasma-Cutter habe, der eigentlich richtig kranken Schaden macht. Das ist total kacke. Naja, Gott. Mann, 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 ich brauche Munition für den Plasma-Cutter, ey. Ich habe nichts mehr, gar nichts. Nix, nix, nix. Hier geht's ja nicht mal weiter. Bin extra hier hingelaufen wegen so einem Tentakel-Kackvieh und wegen ein bisschen Geld. Ah, Mann. Na, kommt wieder so eine Scheiß hier. Lockdown oder so. Bestimmt, ey. Hier kommen gleich wieder 10.000 Viecher auf mich zu hier. Freue ich mich jetzt schon. Und wenn nicht, dann kommt auf jeden Fall irgendein Vieh und zwar diese hier. Toll. Ach du Scheiße. Hey. Hier ist soweit nichts, außer wieder so ein Explosionsvieh. Was machst du? Na? Na, du? Bushi, Bushi, Bushi. Bushi. Bush? Der denkt sich auch, ah, leck mich doch am Arsch, ey. Dann komme ich eben anders irgendwie hin zu dir. Dann komm mal her. Ich warte schon hier. Ich glaube, hier kommt er gar nicht durch. Hm. Naja, was ist hier drinnen? Oh, Medipack.
Gib mir doch mal ein bisschen Plasma-Energie. Jawollo! Dankeschön! Hätten wir auch mal wieder. Aber ich benutze trotz dessen noch ein bisschen weiter das Sturmgewehr. Wegen Munitions... Ach du Scheiße. Ah, geh doch down. Alter, was willst du denn hier? Halt, stopp! Irgendwie bringt das doch nicht so wirklich viel. Alter, ich drück E! Oh ja, ja, genau so. Oh ja, genau. Ich möchte meinen, das bringt irgendwie nicht so wirklich viel. Alter, geh mir nicht auf die Eier. Ha. Es lebt einfach noch weiter. Ey, ich hasse diese Viecher, ne? Ah, okay. Ich dachte schon, ich wäre fast im Arsch, aber nee. Ich leb noch, ich leb noch, ich leb noch. Mann. Drecksviecher. Schade, dass man nicht den irgendwie killen kann. Dass der dann nicht seine Drecksviecher loslässt, ey. Ah. Scheißviecher. So. Wir hätten hier ein Medipack. Und es war halt noch ein großes dazu schon. Ja, komm. Alter. Hä, was wartet? Ach so. Energieknoten, ne? Jawollo, Energieknoten. Hammer, geil. Ach du Scheiße. Hab dich ja gerade gar nicht gesehen. Kopf ab, Kollege. Mann. Hängt der da einfach ab, ey, und ist total lololo. Ist hier noch irgendwas? Ne, wir müssen wieder weg hier, aber hier ist soweit alles clear, glaube ich, ne? Ja. Wir haben soweit alles aufgesammelt, hoffe ich jedenfalls. Also können wir weiter. Dann mal hoch, bitte. Schön. Dankeschön. So, wo geht's jetzt lang? Da irgendwo nach vorne. Aber hier ist noch irgendwas. Mr. Clark, ich muss mit Ihnen reden. Ich bin ganz in Ihrer Nähe und... Und ich weiß, dass Sie es interessieren wird, was ich zu sagen habe. Ich kann Ihnen alles erklären. Ich weiß, was passiert ist. Wenn Sie die Navikarten haben, werde ich Sie in die Sicherheitsstation lassen. Wir müssen reden. Beeilen Sie sich. Die Navikarten? Die habe ich. Die haben wir doch aufgesammelt bei diesen Z-Ball-Dingenskirchen. Aber was hat er nochmal gesagt? Wo sollen wir mal hin? Keine Ahnung. Ich kann auch nicht so wirklich auswählen, was für ein Raum ist hier. Das Werkbankstift. Aha. Achso, wir sollen so oder so die Navigationskarten finden. Auch schön. Ja, dann machen wir es halt mal. Das war doch nicht die Navigationskarte anscheinend, die wir mal gefunden haben, oder? Bei diesem Z-Ball. Anscheinend nicht. Auch schön. Moment. Das geht da lang. Achso, das ist auch eine Route. Dann nehmen wir lieber die. Wenn da waren wir ja schon, dann nehmen wir halt mal den Weg. Da waren wir halt auch kurz, ja, aber da kann man ja nicht mal weiter. Und jetzt kommen wir ja wieder weiter da. Anscheinend. Aber anscheinend nicht so wirklich. Ach doch, hier. Navigationskarte reingehauen haben wir gerade. Glaube ich jedenfalls. Ich klicke halt immer so schnell. Oder wir haben das da reingetan, was wir da gefunden haben. In den vorigen Raum da, wo wir gerade waren. Naja. So. Was ist hier? Plasma? Credits. Oh Gott. Hier sieht's ja echt kuschelig aus. Die Lebenserhaltung.
Zurückhaltungssysteme im Schlafblock B wurden ausgeschaltet. Du brauchst eine Überbrückung, um zur Tür zu kommen. Oh, Plasma-Energie. Cool. Hörst du noch irgend so ein Drecksvieh, das hier am Rumstöhnen ist, ey? Der keult sich wahrscheinlich gerade total ein, ey. Alter. Ja, ja, die Aliens haben auch Bedürfnisse. Wie man hört. Naja. Speichern auf jeden Fall nochmal ganz kurz zur Sicherheit und weiter geht's. Ah, wieder Munition für unser Sturmgewehr. Hammergeil. Wir kriegen auch die ganze Zeit nur Munition, ey. Das ist echt der Hammer. Stechchen. Ach du Scheiße, was zum... Ey. Du Drecksvieh, ne? Na komm. Oh, was? Los, komm. Yeah, give it to me. Ich will mal die Waffe wechseln kurz. Kann ich auch die Laserkanone eigentlich hier raushauen? Alter, wir sind gleich beim Ziel von diesem Vieh. Ah, okay. Boah, hat eigentlich nicht mehr lange gedauert. Dann wären wir hier bei seinem Zuhause schon. Alter. Wäre nicht so schön. Dieses Wurmvieh kotzt mich echt langsam an, ey. Wir müssen da lang, hä? Geht's denn hier lang? Ah, okay, das ist der Raum, wo wir gerade waren. Was? Was ist hier? Da leuchtet etwas. Und zwar eine X-Box. Okay. Medipack Hose, cool. Hä? Ist ja was. Ach. Ekelhaft, ey. Da ist gerade einer total am Kotzen. Er hat bestimmt lange Nacht gehabt und so, ne? Weißt du? Schön Alkohol reingepfiffen und nix aushalten am Morgen. Alter. So. Hä? Was bist du denn? Chinese-Module einsetzen? Achso, hier können wir hier irgendwie Türschloss. Ja, Notfall überbrücken. Ja, mach mal. Türschloss überbrücken aktiviert. Gut. Also jetzt haben wir das abgeschlossen. Jetzt können wir wieder zurück. Interessant. Gut. Dann bye-bye. Oh ja, hier ist schon irgendwo ein Vieh. Oh ja. Da geht er down. Da geht er down. So, das nächste Vieh, was zu mir gestürmt kommt, der kriegt eine Laserkanone ins Gesicht. Beziehungsweise... Funktion der Lebenserhaltungs- und Klimasysteme. Zustand bedrohlich. Bitte sofort Wartungsspezialisten kontaktieren. Eintritt Vakuum. Okay, hier benutze ich doch lieber meinen Plasma-Cutter. Ach du Scheiße. Oh ne. Hä? Sag mal, kann es sein? Alter, was kommt denn bei denen raus? Der hat noch ein bisschen Geschenke dabei gehabt, oder was? Moment, scheiß drauf, auf die ganzen Viecher. Wo muss ich lang? Ich muss. Alter. Da lang anscheinend. Machen wir direkt mal. Scheiß drauf. Mir geht die Luft hier aus. Also. Einfach weiter. Fehlfunktion der Lebenserhaltungs- und Klimasysteme. Zustand bedrohlich. Bitte sofort Wartungsspezialisten kontaktieren. Ach, da lang. Ach nee, nicht du auch noch. Na, keine Munition. Ich hab immer mehr. Ach du Scheiße, ey, gleich die Luft aus. Ich frage mich, ob wir einen Luftkanister dabei haben. Nein, den haben wir nicht. Wir sind tot. Wir sind hammergeil tot. Tot. Ich frage mich, was man da nicht macht. Hä? Ich wollte einfach durchlaufen, damit wir wieder irgendwie Luft kriegen. Aber irgendwie, naja. War da nichts. So mit Luft kriegen. Und hier war auch gar keine Luftstation, wie ich da gerade gesehen habe. Auf den ersten Blick, glaube ich mal. Ach, da, Luftstation. Ach, hier. Hammergeil. So. Kann das sein, dass die Viecher gerade aus seinem Bauch kamen?
Der Typ hat ja, dieser Schlitz-Heini, hat ja ein bisschen rumgestürzt und aus Versehen wahrscheinlich seinen Kollegen da getroffen und total am Bauch und dann ging die Party ab. Das hätte gut sein. Jetzt haben wir jedenfalls hier eine Luftstation, die ich nicht gesehen habe, durch das ganze Durchgerenne. Auch geil, ja. So. Oh, wie viele Räume hier sind nebenbei? Toilette für Herren. Aber die werden wir jetzt nicht durchsuchen wegen Luft und so. Die können wir danach durchsuchen, wenn der Raum hier wieder mit Luft gefüllt ist. Alter. Alter, ich hasse diese Waffe eigentlich irgendwie total. Der Plasma-Cutter, ein Schuss, Batz. Und Batz und tot. Luftstation, Luftstation, bitte eine Luftstation. Ah, Medipack. Uiuiui. Ach nö. Ich habe jedenfalls hier gerade keine Luftstation so wirklich gesehen. Wenn nicht, muss ich halt ganz schnell eben nochmal zurücklaufen. Was nicht so geil wäre. Ehrlich gesagt. Ist hier irgendwo eine Luftstation? Da geh ich auf die Eier. Du scheiß Zuckerungsmensch, Heini. Wie er nach hinten zuckt, wenn ich den anschieße. Hammer, geil. Oh, was ist das? Energie-Laserkanone. Ah, ich bin gleich wieder tot, ey. Hammer, geil. Ich brauche einen Luftkanister oder so. Hier ist auch keine Luftstation. Das ist total gemein irgendwie, wie ich finde. Hier ist nirgendwo in diesem verkackten Raum eine Luftstation. Hammer, geil. Hammergeil, wie knapp. Ey, bestimmt dachten sich jetzt alle, okay, da geht's wieder sterben, hammergeil. Nein, ich geh nicht sterben. Hab's nochmal in rechten Augenblick da nochmal geschafft, ey. Und jetzt müsste ich einfach irgendwie auf einmal eine Luftstation finden, ey. Das wäre echt toll. Richtig toll. Da geht's lang. Gut, dann wollen wir mal. Jetzt mal mit weiter. Wieder in den Raum, wo wir waren. Okay. Und dann müssten wir die ganze Zeit hier lang. Anscheinend haben wir... Ja, wir haben ja diese Navi-Karte da aufgesammelt. Hm. Naja. Auch gut. So, wo lang? Da lang. Was ist hier? Ah, eine Toilette. Natürlich wieder mal für Laserkanone und Munition. Hammergeil. Kommt ein Vieh raus? Hier kann man schon mal ein Vieh raus. Alter, in einer Toilette zwei Munition für die Laserkanone. Oh, toll. Das ist aber schön. Nicht. Müssen wir eigentlich hier hin? Ja, das müssen wir. Das müssen wir. Nachladen können wir das auch nicht, weil wir auch keine Munition dafür haben. Richtig toll. Nur für diese verkackte Laserkanone. Hat der eigentlich einen Sekundär? Alter! Ja, die hat irgendwie Sekundär. Was habe ich denn gerade gemacht? Die hat irgendeine sekundäre Feuer. Da mache ich so eine Schallwelle am Boden irgendwie. Ja. Das ist, glaube ich, richtig gut gegen so einen kleinen Mistviecher. Ja, das werde ich mir mal behalten, so, ne? Frauentoilette. Hier waren wir, glaube ich, schon mal drin. Kann das sein? Ja, definitiv. Hier waren wir schon mal drin. Ich freue mich ja schon auf dieses Drecksvieh mit seiner scheiß Bombe, ey. Das verfolgt mich die ganze Zeit, ey. So, ich will Munition für den Plasma-Dingens. Ah, da ist es. Tot ist es. Und noch einer. Ist auch tot. Ach nee, nicht so welche. Drecksviecher. Tot. Super. Aha. So viel dazu. Hm.
Das ist... Achso. Der ist da wieder mal sich am Übergeben. So, ihr kleinen Fotzen, was geht? Ah, nichts anscheinend. Werkbank. Wir haben doch bestimmt irgendwie so einen Energieknoten gefunden, habe ich gehört irgendwie. Ja, haben wir. Plasma-Cutter. Kapazität, komm. Wir upgraden jetzt die Kapazität. Ich weiß, Laserkanone upgraden und so, mehr Schaden und so, aber scheiß drauf. Die macht eh schon genug Schaden. Ich will lieber meinen schönen Plasma-Cutter upgraden, denn der ist einfach Hammer. Und wir sind bei 20 Minuten, meine lieben Freunde, gerade wieder mal wieder. Heißt also speichern und den Part beenden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Dead Space wieder. Chakalaka, Motherfucker, bye.